Wie heißt du denn? Julius. Wo kommst du her? Ursprünglich aus der Türkei, also Grenze zu Syrien. Ursprünglich von Turabdin, das war ein Land zwischen Syrien und der Türkei. Da war Krieg und dann sind die Aramäer geflüchtet, auf die ganze Welt verteilt. Aramäisch ist die älteste Sprache und die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Germany! Hallo, ich bin der Julius, ich spiele die Rolle Yassir und wir sind hier gerade in einer Kirche. Das ist eine syrisch-orthodoxe Kirche. Da sprechen wir sozusagen zu Gott und da können wir mit ihm reden. Beim deutschen Gottesdienst, da sagen die was auf, aber hier ist das eigentlich fast alles nur Singen. Aber wenn man das übersetzen würde, würde der Gesang halt auch einen Text haben, den man dann zu Gott spricht. Es gab eine Gruppe, die stand rechts, eine, die stand links und ich stand in der Mitte, weil ich der Messdiener bin. Ich habe sozusagen eine eigene Aufgabe und deswegen stehe ich auch alleine in der Mitte. Ich habe zwischendurch gesungen. Einmal, nachdem ich gesungen habe, da wurde halt was vorgelesen. Und dann habe ich mit diesem Gesang die Leute aufgerufen, sich würdig zu machen, das zu hören. Ich habe ja dieses Ding in meiner Hand, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Auf Aramäisch heißt es Farm. Und da bin ich umgelaufen und habe das geschüttelt und dann kam da Feuer raus. Wenn ich eine Runde mache, dann halten mich halt manchmal Leute an und dann haben die 2-Euro-Stück oder 5-Euro-Stück in der Hand und dann tun die das in das Fach rein und sagen zum Beispiel Borbone Lumitho so und so. Also das heißt, Gott soll diesenjenigen ehren. Sag mir das und wenn ich die Runde zu Ende gemacht habe und mein Pfarrer wieder steht, dann sage ich ihm das. Hier in dieser Gemeinde gibt es viele syrische Flüchtlinge, aber das sind halt Christen und deswegen kommen die hierher. Viele von ihnen können kein Aramäisch, aber die sind trotzdem Aramäer. Und dann werden manche Teile vom Gottesdienst auf Arabisch vorgetragen, damit die das verstehen. Ich bringe halt manchen von den Leuten auch hier in der aramäischen Schule wieder was bei. Shlomo! Shlomo, das bedeutet Hallo. Da bringe ich den Kindern Lieder bei, also die man im Gottesdienst singt oder wie man liest. Schreibt. Kadishto. Okay, gut. Lern weiter. Ja, also wenn der so 3 Fehler macht, dann muss er wieder von vorne machen. Ich lerne immer noch Aramäisch, aber dann habe ich mir mal gedacht, wieso bringe ich einfach nicht bei? Und dann habe ich das halt gemacht. Alain dal'idoso wal dairoso dal'oho de barbah fenyon. Alain dal'idoso wal dairoso dal'oho de barbah fenyon. Das bedeutet mir sehr viel, weil das ist ja auch meine Religion. Wenn ich irgendwann Kinder habe, dann will ich das denen auch beibringen, damit die Sprache nicht ausstirbt, weil das sind ja nicht wirklich sehr, sehr viele. 600 bis 800.000. Deswegen trage ich schon eine Verantwortung. Natürlich habe ich andere Hobbys. Ich spiele Fußball, ich spiele Klavier. Bin früher schwimmen gegangen, habe damit aufgehört. Wegen der Schule wird alles zu viel. Leichtathletik habe ich auch gemacht, habe ich auch aufgehört. Ich muss Fußball spielen, ich kann nicht ohne Fußball spielen, das geht nicht. Innenverteidiger, Links- und Rechtsverteidiger. Und ZTM kann ich auch noch spielen. Mein Traumberuf ist eigentlich Fluglotse oder Herzchirurg. Naja, Fluglotse, die arbeiten 4 Stunden pro Tag und 4 Tage in der Woche. Also das ist nicht viel, verdienen trotzdem gut. Aber das ist halt ein anstrengender Job, weil die sich viel konzentrieren müssen. Und Herzchirurg hilft halt anderen Menschen und der verdient auch gut.